Hallo zu einem neuen Video. Ich habe seit kurzem ein Intro und habe vor einer Weile auch den Namen des Kanals geändert. Julie Bully war einfach nur ein Spitzname von mir und Julies Jungle lag eigentlich ganz nah, weil immer wenn wir Besuch haben, wird unser Wohnzimmer als Dschungel bezeichnet. Deswegen hat das ganz gut gepasst. In dem Video heute soll es um die Cherimoya gehen und insbesondere auch um die Pflege. Ich möchte euch einfach mal zeigen, dass die gar nicht so schwierig ist und es ist generell auch eine Pflanze, die ich jedem als Zimmerpflanze ans Herz legen möchte. So, wo fange ich an? Also ich habe hier meine drei kleineren Exemplare mal zu stehen. Bei dem hier vorne handelt es sich um einen Sämling vom letzten Jahr, das aus einer ganz normalen Supermarktfrucht gezogen und den möchte ich dieses Jahr auch veredeln. Also der hat jetzt hier unten einen Durchmesser von fast einem Zentimeter. Das heißt, dass der ganz gut passt. Es kommt natürlich immer darauf an, wie dick das Holz ist, das man bekommt. Aber bei mir waren es so zwischen 0,5 und 1,2 cm. Deswegen liegt er da richtig gut drin. Und bisher hat sich immer irgendwas gefunden, was man da verwenden kann. Die beiden größeren sind natürlich schon veredelte Sorten. Vom letzten Jahr oder vom vorletzten, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube vom letzten Jahr. Und den hatte ich relativ bodennah veredelt. Und den hier oben an zwei Stellen, das macht man eigentlich nicht. Aber ich hatte noch ein Hölzchen übrig und ich kann sowas immer nicht wegschmeißen, deswegen war mir das dann mal egal. Es fällt leider ziemlich stark auf, weil es zum Teil von der Holzfarbe her nicht passt. Also es sind zwei völlig unterschiedliche. Und das war natürlich auch die einfachste Veredelungsmethode. Die Ästhetik stand bei mir aber nicht so im Vordergrund. Ich wollte einfach nur, dass das funktioniert. Und wer natürlich möchte, dass das alles unauffälliger ist, muss allerdings am Anfang auch damit rechnen, dass die ganze Sache eventuell nicht anwächst, weil es nicht richtig anliegt oder das kann eigentlich mehrere Gründe haben. Deswegen ist es mir eigentlich relativ egal, dass es so aussieht, wie es aussieht. Ich denke mir, dass man da später eh nicht drauf achtet. Vor allem jetzt bei denen, wo es unten veredelt ist, sobald es ein größerer Baum ist, glaube ich, sieht man es dann gar nicht mehr richtig. Bei den Cherimoyas allgemein ist es ganz wichtig, dass die Erde nie richtig austrocknet. Die sollte immer leicht feucht sein. Ich weiß jetzt nicht, wie die reagieren, wenn es zu nass ist, aber da die relativ große Blätter bekommen, verdunsten die auch recht viel Wasser. Bei der Sorte hier, die hatte jetzt die letzten Wochen immer genug Wasser und dankt es einem mit frischem Austrieb. Man sieht, dass hier wirklich ein Blatt nach dem anderen kommt. Das jeweils hier drüben und dort, die hat gerade nur zwei Triebe. Und bei der hier drüben war es leider so, dass die relativ schnell ausgetrocknet ist. Die stand direkt über der Heizung am Fenster und jetzt, wo es die letzten Tage so warm und sonnig war, ist natürlich die Erde auch relativ schnell ausgetrocknet. Das heißt, dass die auf Trockenheit damit reagieren, dass die frischen Triebe abwerfen, die werden dann braun und ja, werden einfach abgeworfen. Dasselbe Problem hat man auch, wenn man schon Blüten oder Knospen dran hat. Die werden dann auch einfach abgeworfen. Deswegen, falls ihr Wert drauf legt, dass eure Pflanze schnell wächst und gut wächst, solltet ihr immer dafür sorgen, dass sie nie komplett trocken wird. Natürlich sieht man es auch an anderen Punkten, wenn jetzt die Blätter so stark hängen. Und das machen ja eigentlich alle Pflanzen. So, zu den Sorten. Ich habe ja noch eine von den Veredelten, die im Badezimmer steht, wegen den Spinnmilben. Das ist die Sorte Oxheart. Die scheint ziemlich gängig zu sein. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen auf eBay gesehen, dass die jemand verkauft. Also anscheinend veredelte Sorten oder Pflanzen. Und das wird natürlich unter dem deutschen Namen Ochsenherz verkauft. Hier habe ich noch die Fino. Die scheint auch relativ gängig zu sein. Ich kenne ein paar Leute, die haben. Und ich habe die hier drüben bei der größeren Cherimoya mit den drei Sorten auch dran. Das ist das hier drüben alles. So, dann bei der hier drüben ist noch Honey Heart mit bei und Chaffee. Vom Blatt her kann man da jetzt, also vom Aussehen her, nicht so wirklich Unterschiede machen. Man sieht, dass an derselben Pflanze das auch ganz schön variiert. Also hier der neue Austrieb, der ist relativ länglich, während die alten Blätter ziemlich rund sind. Also man kann es da jetzt nicht festmachen. Was aber auffällt, ist, dass bei der Sorte die Blattunterseite ziemlich filzig ist. Bei dem Sämling ist die komplett glatt.
Also, das ist dann doch schon anders. Die ist auch eher filzig. Und das ist die Sorte La Solana, die scheint seltener zu sein. Ich kenne auch nur eine Person, die die hat. Von der habe ich logischerweise auch das Material zum Veredeln bekommen. Und ich gieße eigentlich ausschließlich mit Regenwasser. Die vertragen aber auch ein bisschen Kalk ab und zu, also die sind jetzt nicht so empfindlich. So. Dann habe ich mal meinen Dünger hier zu liegen. Das ist ein ganz guter, den nehmen eigentlich viele Leute, die ich kenne. Das ist der Hakafors Rot. Den habe ich im Einzelhandel leider noch nie gesehen. Der ist jetzt aus dem Internet bestellt. Und bei dem ist jetzt, also bei dem Roten speziell, viel Phosphor und Kalium drin. Das heißt, dass bei der Pflanze die Blütenbildung gefördert wird. Ist anscheinend auch für Frostresistenz. So, Hakafors gibt es auch noch in Blau und Grün. Den Blauen kenne ich jetzt nicht so. Der Grüne hat allerdings viel Stickstoff drin. Das heißt, dass ich den wahrscheinlich für die Jungpflanzen mal nehmen werde, weil das ja das Wachstum fördert. Also Stickstoff ist der Massebildner bei Pflanzen. So, das geht ungefähr ab März los, da werde ich wieder düngen. Da gibt es auch eine Anleitung, wie viel auf den Liter kommt. Ist ja also der Varant voll, der hat ganz gut gehalten. Wir werden sicherlich nochmal was kaufen. Und den nehme ich, wie gesagt, für alle Fruchtpflanzen. Alle anderen, wie Hibiskus, da nehme ich so einen handelsüblichen Dünger. Hat bisher auch ganz gut funktioniert. So, dann was wollte ich noch? Ah ja, hier oben die große Cherimoya. Da bin ich dabei zu schauen, dass die so ein geschlossenes Blätterdach bekommt. Hier drüben sieht die schon relativ gut aus, aber auf der Seite ist es noch relativ kahl. Hier sind allerdings gerade keine Knospen, wo die austreiben könnte, eventuell hier. Aber da tut sich gerade nichts. So. Ich war vor ein paar Monaten hier in einer Gärtnerei und die haben einen ziemlich großen Cherimoya-Baum, also der hat bestimmt 3 Meter Höhe. Und da ist momentan eine Frucht dran, die sich bildet. Und ich bin damals freudestrahlend zu dem Gärtner gelaufen und habe ihm erzählt, dass ich auch Cherimoyas hätte. Ich wollte ein bisschen ins Gespräch kommen. Da hat er mir sofort den Wind aus den Segeln genommen und meinte, ich soll mir das überlegen, ob ich das mache und ja, dass ich da niemals mit Früchten rechnen könnte. Das war seine Aussage. Ja, ich glaube da immer, also ich glaube da generell nicht dran. Zum einen, in den wärmeren Ländern, da blühen die nach 3 Jahren etwa. Und ich kenne Leute, die hatten hier nur nach 7 Jahren etwa Blüten. Das ist eine absehbare Zeit, das heißt jetzt nicht, dass man da nie Früchte bekommt. Und falls man ungeduldig ist, so wie ich, dann kann man natürlich auch veredeln. Die hatten ja letztes Jahr schon Blüten gebildet. Die ersten sind alle abgefallen. Das machen die öfter, wenn die am Anfang blühen, dass die natürlich nicht im ersten Jahr dann gleich fruchten, sondern erstmal 1-2 Jahre die Blüten abfallen. Und bei der einen, ich weiß leider nicht, welche das war, da hat die eine Blüte sich sogar komplett geöffnet und hing dann auch ziemlich bis zum Schluss dran. Da war ich einfach zu spät mit der Bestäubung dran, was sehr schade war, aber jetzt bin ich natürlich umso gespannter, ob nochmal was kommt, ob ich den richtigen Zeitpunkt erwische. Und letztendlich natürlich interessiert mich stark, wie sehr sich die Sorten im Geschmack her unterscheiden oder auch im Aussehen. Ich weiß jetzt auch nicht wirklich, welche Sorte das ist, die man im Supermarkt bekommt. Da steht der leider nie dran. So, alles im allen ist die Cherimoya eine richtig schöne Pflanze. Ah, was ich noch sagen wollte. Was mir auch gefällt, ist, dass man das Wachstum ziemlich schön steuern kann. Bei der hier, die wächst jetzt ziemlich senkrecht. Da muss man nicht viel machen. Ich finde die so eigentlich ganz schön. Aber bei der hier, die jetzt mehr an die Horizontale wächst, da habe ich jetzt hier einfach ein Blatt entfernt. Das war auf der Seite. Und wenn man das vorsichtig abbricht, den Stiel, dann sieht man da drunter meistens schon die Anlage für die nächsten Blätter. Also da ist so eine ganz kleine Knospe dran. Das heißt, dass der an der Stelle hier den nächsten Trieb machen wird. Oh, und das wäre schon mein Ziel, dass die jetzt hier so in der Mitte nochmal austreibt. Dass sie dann auch eine schöne Krone bekommt später. So, das war es eigentlich soweit zu den Cherimoyas. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mich ruhig an. Ich kann euch auch Holz besorgen für die zum Veredeln.